Na, willkommen. Ja, neuer Sieg startet gleich. Wir sind Platz 6 mittlerweile. Richtig übertrieben mit Short. Win, 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 win. Ja, war irgendwie so ein bisschen geschenkt halt immer, weil immer irgendwie so 1 gegen 1 oder so richtig behindert. Ich hoffe irgendwie heute nicht. Ich hoffe, ich kriege alle Texte rein. Ach du Scheiße. Die zwei besten Gilden. Malevolent und Skyfall. Na gut. Alte Schwede. Ja, vielleicht gewinnen wir trotzdem mal, wenn die 101 machen. Aber glaube ich irgendwie nicht. So, ziemlich viele Varianten von Odins. Was haben wir da? Silvia, Shari und Kumar. Okay, noch mehr davon. Okay. Dorothy. Trau ich mich irgendwie nicht da irgendwie mit Lucian machen, weil er hat halt besser Base Speed, ne? Justiana da. Gibt's das auf EU auch? 50 Sekunden nach Start ist unser Tower weg. Ich habe noch nicht einmal irgendwie alle Dinger da durch. Holy shit, ja. Okay, den mache ich einfach, ha? Also ein bisschen scary. Ja, ich werde irgendwie umrunden, irgendwas mit Helfers und so. Ja. Na gut, kein Plan, ob das eine gute Idee ist hier. Han, Maximilian und Sala. Habe ich auch den Kollegen nicht einmal gemaxt. Dude, ich habe nur einmal Escape gedrückt. Was soll der Scheiß? So, wo ist jetzt mein Wind Panda Air hier? Pass auf. Lulu und wo ist mein fucking Helfers? Wir haben alle minus Dark Damage. Wind Panda sogar auf Will jetzt absichtlich geruht, ja. Dark Damage. Sie haben ja, glaube ich, nur einen Stripper mit ihm, ne? Und ich hoffe halt, dass er failt. Lulu natürlich minus Dark Damage. Und Helfer ist halt so ein Krüppelbild, aber halt, ja. Logischerweise auch minus Dark Damage. Ja, wir müssen, glaube ich, halt einfach nur Turn 1 überleben. Okay, ich glaube, das ist schon mal ziemlich perfekt. Okay, Maximilian hat sogar gedirbt, da kommt absolut kein Schaden. Wir fokussen natürlich gleich ihn und machen natürlich den hier. Also halt ein bisschen scheiße, dass er jetzt dann halt keinen dritten Skill rausgemacht hat, aber dude. ja, das wird halt nicht. Okay, ich sag nichts. 5k. Lulu Crit. Ja, der Heal-Block ist halt wild, aber was soll's? Ich hatte sogar irgendwie zuerst überlegt, ob ich nicht einen Leo Wind Panda bringe, aber. Oder halt irgendwie nur Leo, ne? Dass die halt. Die werden halt ziemlich schnell sein wahrscheinlich. Aber ja. So, während ich irgendwie meinen ersten Attack fertig habe. Schauen wir uns halt einfach mal die Map irgendwie an. Hier schon irgendwie. Naja, okay. Ich hoffe, dass die sich battlen halt. Weißt du, nicht irgendwie, damit wir einen Freewing kriegen, sondern halt einfach, weil es halt irgendwie spannender ist. Ja, ich meine, steht Platz 1, Platz 2. Malevolent hat ja Siege-Turnier gewonnen. Na, na gut. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwie was attacken können. Ja. Sicher nicht. Ich weiß nicht, das soll ich. Jewel mit 2. Soll man sowas machen, ha? Also mit Lucian, ich traue mich nicht, ja. Die sind sicher alle auf so einem urkomischen Bild, ja. Sowas würde ich wahrscheinlich eher machen. Ja, lass Jewel machen. Na gut, also Dark Ciri, das Ding und Odin. Dark Ciri. Beschissen ist halt, die hat Multi-Hits, ne? Wenn Triana, ich habe überlegt, ob ich überhaupt Triana irgendwie nehme, aber wir werden dabei bleiben. Ja, wir haben alle minus Wind Damage, wobei das nicht stimmt. Die ist was ein crappiges Artefakt, aber. Nicht, dass irgendwie an dem scheitert, ha? Skill 2 Healing. Jo.
Den Yen habe ich natürlich auch gerade geroomt. Vio Blade, ne, dass man 100 Crit Rate und so haben. S2 Crit Damage. Und ja, unsere Triana eben auch mit Minus Wind. Sicherheitshalber irgendwie noch ein bisschen Skill 2 Healing. Ich glaube irgendwie, dass die Ciri ein bisschen scarier sein könnte als der Olin, aber ja. So, das wird halt. Dude, was stunst du mich, hä? So. Ist natürlich mega nice, ne? Das ist halt mal gerade gestunt worden. Ah. So. Okay, let's go, würde ich sagen. Wie schauen wir denn gerade aus? Odin hat ein Stack. Ich würde eigentlich die Ciri, ja? Ich gehe auf die Ciri. Scheiß auf den Odin. Weil die hat Multi-Hits und alles. Odin dauert jetzt eh ein bisschen, bis der Damage macht. Okay, der Vio-Proc war natürlich mega nice. So, Sleep ihn vielleicht. Auch nicht so wild. Hat er halt immer noch keine 5 Stacks. Stun ihn vielleicht. Okay, da hat er zwar 5 Stacks. Wir ballern uns voll. Okay, er switcht Target. 40k reicht aber nicht. Ich meine, der hittet sicher mega hart. Ich meine, wir haben was. Minus 20% Wind Damage, ne? Phew. Aber ja, Lucian würde ich den nicht, also. Lucian funktioniert gegen Noobs und so, aber ich bin mit. Normalerweise, ich gehe davon aus, dass eigentlich jede Defense da irgendwie Lucian safe ist, ja? Und wenn es halt nicht ist, dann weiß ich es nicht, aber ja. True Way Down, ne? Na gut, Ciara, Laura und was weiß ich, wie das Ding da heißt. Wow, hier natürlich. Ich habe gerade geschaut, die hat mittlerweile auch einen Defense Break. Ich bin irgendwie noch am Überlegen, halt Tessarion und Riley bei der dritten Unit bin ich mir irgendwie gerade nicht so sicher. Ich weiß nicht, es bringt uns irgendwie Immunity. Ich habe mir jetzt ein bisschen umgeruht, irgendwie, dass er auch mehr Resistance halt hat, ne? Das Set fährt immer. Wäre nicht so eine Lulu irgendwie wieder geiler, ganz ehrlich, ha? Ich weiß nicht, das bringt halt irgendwie so Immunity nichts, ha? Dann machen wir noch irgendwie minus Windfett. Und er muss halt überleben, ne? Ist relativ. Und dann nicht irgendwie. Was weiß ich, hä? Meine Slot 2 Dinger nicht irgendwie alles so crappig wären. Die 70 Crit Rate, hä? Das kann ich nicht machen. Die sind auch alles so crappy. Fucking shit. Ja, scheiße an, ha. Soll ich das lassen? Ja, oder ich lasse das. Ja, dann mal minus Wind Damage. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Wahi auch ziemlich hart hitten wird. Da weiß ich nicht, ha. Jetzt ist irgendwie so ein bisschen. Oh mein Gott, ja. Bisschen Low HP. Scheiß drauf, ey. Sowieso Melee RNG, sowieso alles scheißegal. So. Schon mal gestrippt bis auf unseren Dingens. Okay. Gott. Jo, fuck, jetzt ist wieder ein Speedtuning zum Scheiß, ne? Zwar wieder. Nein, Alter, wie kannst du mich immer stunnen? Kill. Okay, aber wenn ich es verliere, ist trotzdem meine Schuld. Ich hab's wieder vergessen halt, ne? Jetzt ist Tessarion schneller gewesen als fucking Riley. Das kann halt nix. Bitte Deathbreak. Mein Tessarion nicht. Gott, Defense Buff halt auch, ne?
Wenn man kein Cleanse und fucking Tessa mit Defense Break. Autsch. Okay, komm hier, one shot, ha? Huh? Braver Junge. Okay. Ja, das war ein bisschen fail. Mein Tessa hat nämlich die Odin-Runen halt bekommen, ne? Und ich habe nicht geschaut, obwohl es eh so ein geiles Ding da jetzt irgendwie gibt, ne? Das ein irgendwie anzeigt, ohne dass man irgendwie nachschaut, wie schnell manche Units sind, aber okay. Da wir schon wieder Max Resistance haben und nichts funktioniert hat, eindeutig verdient. Na gut, Carcano, Asher und Wasser Eivor. Ja, ich schwöre Gott, dann wäre das Team failed. Habe ich mir gerade beim Gilly abgeschaut, ganze Tower da irgendwie von denen. Irgendwie habe ich überlegt, halt wegen Wind Panda und zwei Wasser-Units oder so, aber dann dachte ich, hey. Ja, wir haben Ariel hier auf meinen Nigong-Runen. Er ist halt nicht Max Stress, aber was soll man machen? Minus Wasserschaden. Dann haben wir Cammy, eigentlich ziemlich damage-mäßig auch und halt irgendwie wichtig ist mir da irgendwie auf Destroy für den Fall der Fälle, ne? Ja, irgendwie da so ein bisschen Damage, I don't know. Und halt er. Gerade irgendwie fix auf meinen Lucian-Runen. Ich wollte jetzt nicht irgendwas auf Vajo-Runen. Wir müssen eh nur die Wasser-Evo killen. Die wird sicher auf Destroy sein, nehme ich an. Wieso gehst du auf Cammy? Wieso gehst du auf Cammy? Wieso ist Asher so langsam, ha? Moved als letztes. Ich würde sagen, wir fokussen halt ihn. Nice fire proc. Was ist das? Ihr sollt auf meinen scheiß Demon gehen. Natürlich, fire proc hat natürlich nicht gereicht. Ich will halt mit dem Demon den zweiten Skill nicht machen, ne? So, aber das killt sowieso. So, wir cleansen natürlich. Jetzt ist eigentlich eh schon alles scheißegal. Oh, Abklingzeit erhöht, ganz wichtig. Ich könnte auch einfach den Asher irgendwie one-shotten, falls unser Demon jemals. Ist halt auch so ein Behinderter in dem Team, ne? Lass auf ihn irgendwie gehen, ha? Die A-War frisst irgendwie wenig Damage. Okay, ich wollte gerade irgendwie sagen, ist der ungeroomt drin? Na, kann nicht sein, er war ja proc'd. Ah, ich weiß nicht. So, nice, die ganzen Healing Over Times, ha? Geh auf meinen scheiß Demon. Die einzige Unit, die noch kein Damage bekommen hat. Auch schon wurscht jetzt. Weiß nicht, irgendwie komisch, ein bisschen crappig das Team gerade, aber das soll mal recht sein. Das Ding ist eh, ich werde es euch zeigen. Wird wahrscheinlich irgendwie so mein letzter Attack gerade irgendwie so off, on-screen sein. Ich muss natürlich wieder früh auf wie immer und ja. Oh, Wahnsinn, hat mal Damage bekommen, ha, unser Demon. Ja, mir ist das egal. Hauptsache, es hat halt funktioniert, ne? So schaut es halt eben gerade aus. Ja, die beiden betteln sich. Das Ding ist gar nicht mal irgendwie so schlecht, wenn man wirklich einen Free Win bekommen würden, weil ich glaube, es gibt irgendwie noch drei Sieges vorm Turnier. Wir sind ja eben gerade Platz 6, ne? Kriegen wir, also falls wir es gewinnen, 25 Punkte. Ich glaube, damit wären wir sicher. Sicher im Turnier, falls wir nicht irgendwie alle drei dann irgendwie mit Platz 3 enden. Also, ja, sollten wir irgendwie ein Free Win heute bekommen, nichts dagegen. Unsere Winrate halt besser als die von Skyfall, ha? Aber ja, oder? Jo, 87, 89, Melly mit 95. Ja. Weiß ich halt nicht. Gibt da letztlich irgendwie nichts zum Attacken. Wenn es nichts mehr gibt, ist mir auch egal. Dann habe ich 100% Winrate gegen die zwei besten Gilden. Aber ja, falls irgendwie in der Früh. Ich stehe halt um 4 in der Früh wieder auf, ne? Falls da was zum Attacken gibt. Und ich kann, werde ich es natürlich machen. Ja, I don't know. So, Freunde. Ja, letzter Attack hier. Der ist pre-recorded. Und es gab halt ein 5 Attack Limit. Ne? Deswegen ist das in der letzte Attack.
Gegen Tianleng, Byung-Chul und Nana. Ja, Standard-Team irgendwie. Bisschen schade halt, ne? Weil das ist jetzt eigentlich wirklich mal. Besser, sag ich mal, kann es eigentlich nicht mehr werden, was als Siege angeht, ne? Die zwei höchsten Gilden. Und wir sind ja irgendwie immer so mittelmäßig, halt irgendwie nie irgendwie so Top 10 oder Top 5 oder irgendwas, ne? Deswegen kriegen wir die ja im Normalfall nicht. Ja, irgendwie schade. So, keine Ahnung, irgendwie der Fighter. Ziemlich viele Weigerpops, glaube ich, oder? Ich weiß irgendwie nicht mehr so genau. Ich weiß auch irgendwie gar nicht, wer irgendwie gewonnen. Also, gewonnen haben halt wir. Weil sich halt die anderen irgendwie 1-on-1 gebettelt haben, aber ich weiß nicht, wer Zweiter geworden ist. Ich glaube irgendwie Skyfall. Aber ja, wir werden es eh gleich wissen. Ja, wir sind aktuell dann irgendwie so nach dem Siege, ne? Sind wir aktuell gerade irgendwie Platz 5. Ziemlich cool. Natürlich halt, ne? So kurz vorm Siege-Turnier. Wäre irgendwie geil, wenn man halt so irgendwie in der ersten Runde schon halt, ich sage jetzt mal, irgendwie schlechtere bekommen würden, weil wir halt so ein High Ranking haben. Aber das Ranking ist eh komplett für den Arsch. Also, wir haben auch irgendwie 27 Punkte bekommen halt. Ich meine, Platz 1 und Platz 2 und halt 27 Punkte ist jetzt, ja, hätte ich mir irgendwie mehr erwartet, ne? Normal kriegst du irgendwie so 25 oder was für einen Win. 23 haben wir irgendwie auch schon mal bekommen. Aber ja. Ja, Tierlänge ist schon down, ne? Ihr seid hier gegen solche Gilden. Irgendwie sowas wie Lucian und so. Don't know. Lieber irgendwie so Bruiser-Dinge halt irgendwie, wo es halt ein bisschen länger dauert, mit dem Destroy, ne, wenn es sein muss. Naja, better safe than sorry, aber halt schade, ne? Alle wirklich nur 5 Attacks. Ich glaube, es gab auch irgendwie dann irgendwie nichts zum Attacken halt, wie ich in der Früh geschaut habe. Und wie gesagt, halt eben 5 Attack-Limit halt leider. Dass halt irgendwie jeder halt seine paar Attacks reinkriegt und halt Rewards bekommt. Ja. Dingsbums ist down. Ich würde sagen, das schauen wir uns irgendwie nicht mehr an. So schaut das Ende aus. So, okay, Skyfall. Und nicht einmal 200 Punkte halt. Na, die haben sich halt 1-on-1 gebettelt. Na, so schaut es halt am Ende aus. Hier Blue Map, aber ja. Komische Siege-Kiste da. Und ja, unser. unseren neuen adoptierten Hund, ha? Haben wir am Freitag adoptiert hier. 5 Monate alt. 1,3 Kilo. Ha? Schaut ein bisschen dünn aus. Aber ja, die schaut so aus wie. Könnte irgendwie die jüngere Schwester von dem Wauzi sein, den wir vor 2 Jahren irgendwie adoptiert haben. Ja. Na gut, das war's. Siege, Wauzi. Danke fürs Zuschauen. Kein RT. Bis zum nächsten Mal.